Dann finde ich das mega toll, das Feedback von der letzten Folge. Also hat mich mega gefreut, auch die ganze Zeit eure Vorschläge in den Kommentaren. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Leben. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, sieht mein Haus jetzt auch ein bisschen anders aus. Moment, erstmal töten wir hier den Creeper. Stopp. Okidoki, das hat nicht so gut funktioniert. Also erstmal, mein Haus ist noch ein bisschen unförmig. Zum Beispiel das hier, das muss alles weg. Das ist, nee, das ist nicht gut, Leute. Das ist nicht gut so. Wie gesagt, ich bin noch immer krank, deswegen haben wir noch immer keine Facecam. Ich hatte ja ursprünglich hier meine Haustür. Das Problem war halt, dass hier Nexotec dann sein Haus gebaut hat und das dann direkt so Boom vor meiner Haustür gewesen wäre. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die Haustür umgesetzt, benutze derzeit das Christmas Texture Pack. Wenn ich das nochmal irgendwo finde, dann schicke ich euch auf jeden Fall einen Link in die Videobeschreibung. Und ja, hier ist derzeit noch alles ausgehöhlt, weil ich möchte hier einen schönen Boden reinlegen. Am besten eben den hier. Ich muss eben nochmal kurz nachschauen, was das hier für ein Boden war. Das war Eichenholz, okay. Also ich möchte auf jeden Fall Eichenholz oder hier Birkenholz als Boden nehmen. Und das ist auch das Ziel der heutigen Folge, denn wir sind heute, naja, wie soll ich das nennen? Ganz normale Bauarbeiter, die einfach ein bisschen Birkenholz suchen. Was ich jetzt aber hier ganz schnell machen werde, ich klaue mir hier ganz kurz ein paar Karotten und pflanze sie natürlich wieder neu an. Wie gesagt, da wird sich schon keiner beschweren, vor allem weil alles nachwächst, sobald die Leute dann wieder am Server sind. Und ja, jetzt werden wir uns hier aber erstmal auf den Weg machen, uns irgendwie hier ganz schöne Birken zu suchen. Ich hoffe natürlich, dass das auch funktioniert, ne? Oder dass wir überhaupt was finden. Vor allem, ich habe ja hier mit diesem Zeus Version 10.1 Shader das Problem, dass alles sehr, sehr. Naja, man sieht es ja, ne? Es ist sehr, sehr zu alles. Es wirkt alles sehr, sehr nebelig. Aber ich glaube, da drüben bei dem Wald könnten wir sogar ein bisschen Glück haben und eventuell die ein oder andere Holzsorte für uns gewinnen. Also hier haben wir jetzt ja nur hier dieses Fichtenholz, genau. Aber ich möchte Birkenholz oder Eichenholz. Einfach was Helleres für den Boden. Finde ich ein bisschen geiler. Okay, hier. Oh, hier baut auch jemand. Wer baut denn hier? Mal gucken, mal gucken. Hier baut Frau Mautz. Achtung, Kinder werden gefressen. Okay. Ich habe nur dezent Angst. Oh, geil. Gucken wir mal, wie die Schafe bei dem Texture Pack aussehen. Ja, mega. Okay. Hier muss doch irgendwo für mich ein Eichenholzbaum sein, oder Leute? Oder müssen wir ernsthaft unsere. Ja. Komm, Leute, es sieht so aus, als wäre hier nirgendwo Eichenholz in der Nähe. Dann holen wir uns jetzt hier ein bisschen Fichtenholz. Ist ja auch kein Problem. Dann ist der Boden halt so ein bisschen dunkler. Vielleicht finden wir irgendwo noch einen Teppich oder so. Dann legen wir da einen Teppich rein. Ist ja auch überhaupt gar kein Problem. Aber mein Ziel ist es auf jeden Fall noch vor dem 24. einen Weihnachtsbaum aufzustellen, denn wer weiß, vielleicht besucht uns ja Santa Claus und bringt uns hier was Nettes vorbei. Was ich dann auf jeden Fall noch machen werde, vielleicht so einen kleinen Tisch, wo Kekse oben sind und ein Glas Milch, beziehungsweise gleich ein Eimer, ne? Bei Minecraft gibt es ja kein Glas Milch. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier was Schönes geschenkt bekomme. Was bekommt ihr geschenkt zu Weihnachten, beziehungsweise was wünscht ihr euch? Schreibt es mal unten rein in die Kommentare, mich würde das echt mal sehr interessieren. Und was mich auch noch interessieren würde, wann stellt ihr den Weihnachtsbaum auf? Also bei uns ist es so, ich glaube, wir stellen jetzt in den nächsten Tagen schon bald den Weihnachtsbaum auf. Aber es gibt ja auch schon Leute, die den Weihnachtsbaum schon seit 2 Monaten aufgestellt haben. Ne? Diese übereifrigen Leute sind das dann meistens, die dann sagen, Christmas time, Christmas time, der Weihnachtsbaum muss rein. Ja, das würde mich echt mal sehr interessieren, vor allem weil da ja jede Familie anders ist. Die einen mögen lieber Kunstbäume, die anderen mögen lieber
alles echt und grün und was weiß ich. Also so was Tradition und Weihnachten und so weiter angeht, da ist, glaube ich, echt jeder komplett eigen. Und ja, den Baum hätten wir uns jetzt noch geholt, wenn die Spitzhacke nicht kaputt gewesen wäre. Ich gehe mal ganz schnell nach Hause. Ganz, 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 ganz flott. Oh, was haben wir denn hier im Baumhaus? Auch sehr schick. Oh, 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 okay. Was haben wir denn hier? Ein paar Karotten. Hier, pflanze ich wieder an, Leute. Pflanze ich wieder an. Bis die Personen nämlich dann online sind, ist das Ganze wieder hier schön angepflanzt und dann sterben wir nicht unnötig an Hunger. Ist übrigens auch erlaubt, wenn man nachpflanzt, ne? Also jederzeit kann irgendein Bewohner gerne kommen und bei mir das ebenfalls abpflanzen. Einfach wieder nachpflanzen und dann ist das okay. Und so, wo haben wir denn unser Haus? Ich verirre mich hier immer. Ich glaube, da drüben wohnt Freaky Miki und dann müsste das da hinten mein Haus sein. Nice. Ich glaube, da ist es. Ja, da ist es. Nice. Super, Leute. Dann verlegen wir uns nämlich jetzt hier unseren schönen Super-Duper-Boden. Bin ja mal gespannt, wie das aussieht. Was ich halt nicht so schön finde im Texture Pack, beziehungsweise in diesem Texture Pack hier, ist, dass der, dass die Erde aus Schnee ist. Also das finde ich ist nicht so gut gelöst, weil im Endeffekt gibt es ja auch im Winter ganz normale Erde und wenn es schneit, ist der Schnee sowieso über den Erdblock drüber. Aber das finde ich halt nicht so ultra schön. Ansonsten finde ich es eigentlich voll in Ordnung. So kacke, ich glaube gar nicht ehrlich gesagt, dass sich das hier ausgeht in unserer schönen, super gemütlichen Wohnung hier. 64 Blöcke, nee, wird sich wahrscheinlich never ausgehen, aber kack drauf, Leute. Dann holen wir uns doch noch ein, zwei Bäume. Aber ich möchte in dieser Folge wenigstens so ein bisschen was erreicht haben. Wie gesagt, Roleplay-Folgen kommen dann, wenn ich wieder ein bisschen gesünder bin. Wenn es mir wieder ein bisschen besser geht und ich nicht ständig im Bett liegen muss. Und ja, also es ist schon sehr, sehr anstrengend, wenn man angeschlagen ist. Aber wie gesagt, es gibt immer noch Schlimmeres und das sollte man dann nicht so negativ denken. So, Spitzhacke mache ich mir eine neue. Wolkenspieler hat geschrieben, ey, wer hat meine Nikolausstiefel geklaut, die an der Kiste waren? Wer hat die Nikolausstiefel geklaut, Leute? Raus mit der Sprache. Raus mit der Sprache. So. Drei Setzlinge haben wir. Die setzen wir jetzt hier einfach mal an, weil wir wollen ja danach wieder schön Fichtensetzlinge bzw. Fichtenbäume haben, die wir dann abbauen können. Ist ja Logo. Und ja, dann finde ich das mega toll, das Feedback von der letzten Folge. Also hat mich mega gefreut, auch die ganze Zeit eure Vorschläge in den Kommentaren. Es waren auch einige Kommentare dabei, die dann geschrieben haben, ja, so ungefähr 10 Minuten Folgen sind ganz okay. Also ich werde auch versuchen, die Folgen so 10 Minuten, 11, 12 Minuten lang zu machen, damit das natürlich für euch nicht allzu langweilig ist. Und bei den Roleplay-Folgen, die sind sowieso meist immer etwas kürzer, weil da eben so viel Arbeit immer drin steckt. Und ja, so, das machen wir jetzt hier mal noch schön voll hier, füllen wir schön auf. Nice, Leute, nice, nice. Okay, aber das finde ich jetzt noch nicht so schön hier. Also das muss noch schnell weg. Dann müssen wir die Türen auch wieder neu setzen. Aber das sollte ja für uns kein Problem sein. Zack, zack, zack. Das da unten kann noch weg. So, nice. Und ja, komm. So, so ist schön, oder? Oder, Leute, warte, warte, warte. So, zack, zack. Ja, und dann gehen wir hier so hin. Und dann, grüß Gott, grüß Gott. Und dann legen wir hier noch die Druckplatte auf den Boden. Ja, ist eigentlich, also das hier ist auch noch alles, ne? Also das gehört hier eigentlich noch zugemacht. Ich habe keine Ahnung, wieso das hier offen ist. Da kommen auf jeden Fall noch Fenster rein, wie zum Beispiel hier so ein kleines Fenster. Und dann Waschbecken und alles richtig, richtig schön machen wir uns das hier. Aber wir haben heute schon sehr, sehr fleißig den Boden verlegt. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Schaut unbedingt bei den alten Lebenfolgen vorbei, wenn ihr die noch nicht gesehen habt. Macht's gut, haut rein und ciao.